Ja, guten Tag, my whiskey friends. Welcome to my whiskey channel. Whiskey. Duck. Yeah, what's a crack? What's going up, my multi mate? Some more credits. Woo. Oh, yeah. I'm fine too. Es geht euch gut? Mir geht's auch gut. Genau. Ja. Heute spielt wieder Island hier in der Rugby, und zwar in Franz gegen Frankreich. Ja, schauen wir mal, Spiel aber erst heute Abend. Vorher spielt noch Scotland gegen Wales. Ja, was wollte ich sagen? Ja, was haben wir heute für einen Whisky? Und zwar haben wir natürlich einen Whisky from Ireland. Ja, und zwar haben wir heute den Red Breast 12 Years Old Cask Strength. Ja, dann werden wir erstmal eingießen schnell. Ich hatte ja schon viel über Red Breast gesagt und doch schon ein paar Red Breast oder viele Red Breast getrunken. Fast alle, die glaube ich, haben, habe ich getrunken. Ja, fast alle, glaube ich. Den 17-Jährigen hatte ich noch nicht. Ja, aber ist egal. Wir sind heute bei Fassstärke, wie gesagt, Red Breast. Nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Dieser Whisky kommt mit 56, wir werden ihn erstmal hier hinstellen, kommt mit 56,3% Alkoholvolumen, hatte ich hier glaube ich noch zu stehen. Genau. Das kann aber immer variieren von Jahr zu Jahr. Ich kann euch ja auch noch mal hier das zeigen. Wieder alles durcheinander. Kann ich mal wieder mit der Verpackung. Ja, ist die blaue Verpackung. Der normale 12 war so eine weinrote, rötlich-weinrote Verpackung. Aber die Flaschen sind alle gleich gemacht. Hier haben wir die. Ja, was wollte ich sagen? Obwohl, kann ich auch meine Hand behalten, ist ja egal. Ja, das kann immer variieren. Jedes Jahr kommt eine neue Fassstärke raus. Und da kann auch mal sein, dass er denn nicht 56,3% hat wie dieser in Fassstärke Red Breast, der 12, sondern der kann dann auch mal 57, noch was haben oder auch 58. Das ist immer unterschiedlich. Jedes Jahr ist das dann unterschiedlich, wie gesagt. Ja, das ist ein Potsdam Whisky from Ireland. Wird gemacht aus gemälzter und ungemälzter Gerste. Ja, und da haben wir eigentlich schon zu Red Breast, habe ich schon so viel erzählt. Da hatte ich auch schon Gewinnspiel gemacht und alle möglichen getrunken, wie gesagt. Ja, gereift ist ein Ex-Bourbon-Fässer und ein Cherry-Fässer. Ich muss dazu sagen, nicht weil ich eilig bin, sondern muss ich dazu sagen, dass diese Whiskys, also von Red Breast, mir keine Whiskys enttäuscht haben, sondern mir alle gefallen haben bis jetzt. Auch der normale 12-Jährige, der nicht in Fassstärke, bis zum 22, dann hatte ich noch den 27-Jährigen, auch ein wunderbarer Whisky und leider zu teuer, also ziemlich heftig. Und der 21-Jährige, ja, er geht so im Preis manchmal hin und her, ist das, aber wirklich auch ein spitzen Whisky. Mir absolut gefallen. Dann gibt es noch 15er, hat er mir auch gefallen. Lustau, der kommt ohne Altersangabe, auch gefallen, also für mich alle bis jetzt gut gewesen, die ich hatte. Fassstärke hatte ich noch keinen von Red Breast. Ist auch, glaube ich, der einzigste der 12er, glaube ich, in Fassstärke, was ich bis jetzt weiß. Und ja, dann gucken wir einfach mal und machen erstmal ein Nosing. Okidoki. Kommt gleich die Nussigkeit. Das hatte ich aber auch bei dem 12er auch. Schöne Süße. Aber man merkt, die Fassstärke merkt man in der Nase. Hat auch ein, wenn man zu heftig dran riecht, schon einen kräftigen Zug drin, sagen wir jetzt mal so. Ja, Karamell. Kirschen, dunkle Kirschen. Würze.
Prawns, also Plums, die Pflaumen. Ja, getrocknete Pflaumen sozusagen, die Prawns. Ja. Schön wieder etwas Schokolade. Aber wirklich schöne Vielfalt an Aromen drinne, die auch schön intensiv sind. Zieht mehr wieder alles hin zum dunkleren, zu der dunkleren Fruchtsache, würde ich sagen. Eine Würze schön. Ja. Okay. Gefällt mir. Okay, we might go Irish toast. May your trouble be less, and may your blessings be more. Slanchewo. Boah. Drückt erst kräftig. Also schöne Stärke. Mir drehen nicht die Augen, deswegen ist jetzt so. Und jetzt kommt eine richtige Süße. Kraftvoll Nuss. Würze. Sherry. Kirschen, Plums, Schokolade. Boah. Er geht im Mund richtig auseinander. Die Cremigkeit, die Würze. Heftig. Boah. Kommt richtig, entfaltet sich richtig im Mund wie so ein Schockbonbon. Kennt ihr Schockbonbon? Drückt ihr rauf und dann boah, so sauer und da ist es bloß, dieser Bonbon platzt im Mund und die ganzen Früchte kommen raus. Dann die Nuss dazu, die Vanille, die Süße, ja, wunderbar. Die 56,3% sind nur am Anfang, die dann so mal richtig da, wo man denkt, so, oh. Aber dann wirklich wunderbar. Verschmelzt auf die Zunge. Ja. Ich werde ihn aber jetzt nicht mit Wasser probieren. Ich denke mal, es ist ein Whisky, den man auch schön, wo man experimentieren kann, mit Wasser noch ein paar Tropfen reinmachen, ihn ein bisschen runter machen, dass dann die Aromen wahrscheinlich oder andere Aromen noch herauskommen, obwohl bei diesem Whisky schon viel rauskommt. Die Süße. Wow. Dazu die Nuss. Boah. Ja. Slanchu. Wow. Wirklich so schön süß. Jetzt kommen Orange, Zitrone, Schokolade wieder. Fruchtig. Himbeeren. Oh, jetzt knallen die Himbeeren richtig schön. Wunderbar. Die Vanille bleibt auch. Ist ein lang anhaltender Abgang. Der ganze Mund ist gefüllt. Füllt alles aus. Richtig, richtig lecker. Wieder nicht enttäuscht von Redbreast. Also, was ich bis jetzt, ich hatte alle, die waren wirklich alle gut. Deswegen nicht umsonst meine Lieblingsdestille.
Er hat mehr Aromen als schon der normale Zwölfjährige, muss ich dazu sagen. Obwohl ich dazu sagen muss, auch, weil wir kommen jetzt zum Preis. Der Preis, nice. I make a try, yeah. Wow! Mit Johnny Saxon, yeah! Der kostet ungefähr um die 60 Euro, geht aber auch aufwärts bis 70, zwischen 60 und 70 Euro kann man so sagen. Ja, und der normale 12-Jährige kostet, glaube ich, um die 45 Euro, 40, 45, so, ja, so knapp 20 Euro mehr. Und es hat auch schon gute Aromen, sehr gut, hat mir sehr gut schon gefallen. Ja, das muss natürlich jetzt selber für sich, jeder für sich entscheiden, ob er jetzt unbedingt den Whisky in Fassstärke haben will und dafür dann halt 20 Euro mehr ausgibt, wegen praktisch 15 oder 18% mehr Alkoholvolumen. Je nachdem, schwankt ja hin und her. Sagen wir mal zwischen 15 und 16 so. Oder 17 ist ja egal. ja, das muss man selber entscheiden. Ich kann nur sagen, wenn ihr ihn mal probieren könnt, macht das auf alle Fälle. Wenn ihr zwei davon könnt, ihr noch rumexperimentieren mit Wasser. Das werde ich auch noch machen. Aber schon so alleine in der Fassstärke schmeckt er schon sehr, sehr lecker, weil er sich so entfaltet und ich habe immer noch alles drin. Und ja, einfach lecker. Kann ich nur sagen, ja. Dann würde ich mal sagen, war es das wieder für diesmal und für Wochenende, sage ich jetzt mal. Und ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende und bleibt natürlich wieder alle gesund. Und ja, alle eure Lieben und alle, die ihr mögt und liebt habt, wie immer, kennt mich ja, wie ich immer meine und sage. Ja, und dann würde ich sagen, einfach, dann sehen wir uns wieder mal beim nächsten Mal und okidoki, bis nächste Mal. See you later. Alligator. Sloan.